Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Passend zu Evas Kostüm als Totenkopf, als wunderschöner Totenkopf, mache ich jetzt heute noch eine Blumenkrone dazu. Die kann man natürlich auch so tragen für irgendein anderes Kostüm oder auch so mal im Sommer, wenn man ein Blumenkränzchen im Haar haben möchte. Aber jetzt hier passend zum Kostüm werde ich so schöne dunkelrote Rosen machen, die Eva dann oben auf dem Kopf haben wird. Dafür braucht man Servietten. Mit einer Serviette kann man zwei Rosen machen, eine Schere, einen Hefter und Heißklebe, um das Ganze dann hier an diesem Haarreifen zu befestigen. So, für die Blumen schneide ich hier von der Serviette den perforierten Rand ab. Also alles, was hier so ein Muster hat, schneide ich erstmal ab. Es muss jetzt nicht ganz gerade sein, das fällt nämlich hinterher nicht mehr auf, wenn man die Rose erstmal fertig hat. So, jetzt falte ich diese Serviette so auseinander und schneide jetzt hier entlang der Knickkante, sodass mir dann vier Teile bleiben. Auch hier kann man einfach so frei Hand schneiden. Das muss jetzt nicht nach mit dem Lineal gemacht werden. Einfach grob an der Linie entlang schneiden. So. Für die Blume hier nehme ich zwei von den Teilen, lege die so genau aufeinander und falte das Ganze jetzt so einfach nach Augenmaß hin und her, und zwar fünfmal. Ja, das passt so grob. Wichtig ist, dass hinterher jeweils diese Enden nach oben zeigen. Jetzt brauche ich den Hefter und hefte hier das Ganze in der Mitte zusammen. Einfach hier mittig heften. Jetzt kann es schon losgehen. Ah, Moment. Damit das hinterher so eine schöne Blumenform hat, schneide ich jetzt hier noch die Ecken so rund. Damit beides gleich ist, kann ich hier das nochmal so rüberklappen und hier auf der anderen Seite das genauso schneiden. Ja, jetzt brauche ich nur noch das Ganze so auseinander machen und jede einzelne Schicht so nach oben ziehen. Meine Blume ist fertig. Ich habe also jetzt wirklich hier jede einzelne Schicht der Serviette so einzeln hochgezogen und dadurch entsteht dann so eine wunderschöne Rose. Ich habe schon jede Menge davon gemacht. Man kann auch, wenn man so einen zweifarbigen Effekt haben möchte, noch eine andere Serviettenfarbe mit benutzen, also dann einfach noch eine Schicht von einer anderen Serviette darunter tun. Sieht auch ganz schön aus. Ich habe jetzt verschiedene Rosen gemacht. Manche sind auch so ein bisschen, haben so ein bisschen spitzere Blätter, manche etwas rundere, ganz unterschiedlich. Und die werde ich jetzt mit der Heißklebepistole hier oben einzeln am Haarreifen festkleben. Also ich mache hier Heißklebe drauf und drücke dann hier die Rose an. So, der Blumenkranz ist jetzt fertig. Den kann Eva jetzt noch aufsetzen und dann ist das Kostüm perfekt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Blumenkranz findet. Man kann den auch zum Beispiel im Sommer, kann man sich so auch mal einen Blumenkranz machen, wenn man
ja, ein sommerliches Outfit haben will, aber leider ist ja die Sommerzeit jetzt vorbei. Ja, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Blumenkranz, was haltet ihr von Evas Outfit als, ja, wunderschöner Totenkopf, Totenschädel, Skelett. Und ja, folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss!